Am Leben. Ja, wir sind wieder da, geil. Dem Bruder geht's auch noch gut. Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Roderick, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Genau, und er kann erstmal das Buch studieren. Du auch. Komme. Drei Wochen später. Dezember 1348. Ich hoffe, er hat bis dahin das Buch schon gelesen. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Oh. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Brutal, ja. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Okay. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. So, was können wir denn mal herstellen? Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Ausrüstung. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht... nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Wo ist er denn hin? Ach da. Ich hasse das ja mal, wenn man den Charakteren nicht hinterherläuft. Und dann sind die auf einmal weg. Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon, schnell! Ja, ich beeil mich ja. Ich hoffe, er sich nicht hier, verwandelt. Lukas. Schnell! Hugo, bitte. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge.
Du hast recht, wir sollten es versuchen. Ah, der Arme, ey. Amicia, Lukas! Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Ja, super. Tod als lebendig. Unterstützung. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Und so drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Die Mutter, sie lebt noch. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut, ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann okay. Gehen wir. Ja, okay, das mit seiner Mutter hat er jetzt gehört.